Das Programm des Cordwall-Fest kann sich auch zu seiner 22. Auflage sehen lassen. An 17 Spielständen befassen sich rund 50 Veranstaltungen mit dem Sohn der Stadt und das auf vielseitige Art und Weise. Fast 13.000 Karten sind bereits verkauft. Thema in diesem Jahr ist Aufbruch, Cordwall und die Medien. Der Cordwall war auf jeden Fall ein großer Rundfunkpionier. Die ersten Radiostationen in Deutschland, die sind Ende 1923 auf Sendung gegangen. Und der Cordwall hat schon 1924 für ein, heute würde man sagen, für ein Fachmagazin, für den Deutschen Rundfunk als Journalist gearbeitet, hat sich damit beschäftigt, was ist das neue Medium, was kann man damit machen, welche Musik soll da gespielt werden, was kann man übertragen. Und er war dann auch einer der ersten, der speziell Rundfunkmusik geschrieben hat. Und zwar sehr interessant für jemanden, der aus dem klassischen, aus dem ernsten Musikbereich kommt, immer die Frage von, also später hat man das Wort Unterhaltungsfunk benutzt. Also wie erreicht man möglichst viele Menschen, nicht nur technisch, sondern auch indem man was findet, was sie als Programm wahrnehmen können. Das hat sich dann fortgesetzt bei ihm auch in Amerika. Er hat auch da Werke für Rundfunk geschrieben, hat sich politisch auch engagiert, als es darum ging, die amerikanische Bevölkerung zu mobilisieren, dass die in den Zweiten Weltkrieg auch eintreten gegen Nazi-Deutschland, sodass er wirklich als ein Mensch des Medium Rundfunk bezeichnet werden kann. Jung und dynamisch will das Cordwall-Fest sein und bietet deshalb auch jungen Musikern eine Plattform, ihr Talent unter Beweis zu stellen. Und das muss dabei nicht immer auf der Bühne selbst sein. Mit Weil FM geht erstmalig ein eigener Radiosender zur Festzeit an den Start. Das ist eine ganz tolle Geschichte, finde ich. Der Ausgangspunkt war, dass ich beim Durchblättern eines Katalogs einen kleinen Radiobausatz für Kinder gesehen habe. Und ich dachte, Mensch, das ist ja toll, da müssen wir ein Projekt dazu machen zum Festival. Und wir machen ja schon seit vielen Jahren mit der pädagogischen Abteilung des Bauhauses Kinder- und Jugendprojekte. Und ich habe gesagt, können wir da nicht was draus machen? Und dann entstand immer mehr, vor allem durch einen Partner, den wir schon viele Jahre intensiv haben, den Jörg Folter vom Beat Club, Kontakte, die er hat zum Jugendzentrum, Kontakte, die er hat zu Radio Korax in Halle. Ein Projekt, was jetzt wirklich live auf Sendung ist, wo Menschen zwischen, ich glaube, 11 und 24 Radio machen, im Moment gerade auch live auf Sendung sind und wo wir, glaube ich, ich will gar nicht sagen, also wir profitieren enorm als Festival, weil es halt plötzlich zeigt, ganz frisch, dass der Weil lebt, dass man mit dem heute was anfangen kann. Die Jugendlichen bezeichnen sich als the new Weil Generation, also da passiert jetzt ganz viele tolle Sachen. Zwar war die Eröffnung des 22. Cordwall-Festes im Ringfoyer des Anhältischen Theaters, aber das Vierspartenhaus und seine ungewisse Zukunft waren an diesem Abend nicht Thema. Der Abend galt dem Cordwall-Fest, welches Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff als Perle der Kultur Sachsen-Anhalts bezeichnete. Ich möchte seitens des Landes auch in Abstimmung mit dem Kabinett wahrnehmen, dem Bundesminister und dem Finanzminister Folgendes an dieser Stelle ganz klar noch erklären. Der bisherige Fördervertrag läuft bis 2015 und wir haben alle Vorkehrungen getroffen, da wir einen Doppelhaushalt gedenken zu verabschieden, der von 15 bis 16 reicht, in kürzester Zeit die Folgefinanzierung bis 2019 sicherzustellen, sodass Sie also auch eine Planungssicherheit haben, die es ermöglicht, auch langfristige Engagement.